Hey ihr Karrenschieber, willkommen zurück zur Plague Tale. Schön, dass ihr dabei seid. Und danke wie immer fürs Liken und Kommentieren die letzten Parts. Auf jeden Fall sind wir gerade in Kapitel 12. Und wir haben es geschafft. Nee, noch nicht ganz. Danke. Danke, Lukas. Siehst du? Du bist ziemlich hart im Nehmen. Ja, aber ich glaube, ich werde nie wieder laufen können. Na los, ich weiß nicht, was meine Mutter da unten versteckt hat, aber das lässt du dir doch nicht entgehen, oder? Auf keinen Fall. Los, gehen wir. Ich finde, Lukas hat sich toll geschlagen. Er hat jetzt die ganze Zeit den Karren alleine geschoben. Ach ja. Was ist hier? Oh. Ach, guck mal da. Da sind wir doch abgehauen durch die Gärten. Lukas, hier. Hier habe ich meine Mutter sterben sehen. Aber Arthur meinte, dass sie noch am Leben ist, oder? Ja. Das ist der arme Lambert. Er muss den Hieb abgefangen haben. Sie lebt noch, aber... Sie... Ich weiß. Aber denk an deinen Bruder. Wir müssen weiter. Da, oh, komm, die haben ganz schön zugestochen. Das Schwert ging ja durch ihn und durch die Tür. Aber ja, ich sagte ja schon, man sieht erst... Oder jemand ist erst tot, wenn man ihn wirklich sterben sieht. Und nicht durch eine verschlossene Tür, das ist Quatsch. Natürlich war die Mutter noch am Leben. Und natürlich braucht die Inquisition sie noch zum Verhör. Sonst hätten die ja gar keinen Spaß, diese Arschgeigen. Diese Stufen, es fühlt sich an wie früher. Das ist gut, denn wir sind auf deine Erinnerung von damals angewiesen. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Da bin ich ja gespannt. Oh, ich will erst sowas bauen. Hatte ich die nicht schon gebaut oder... Nee. Ich verwechsle manchmal Sachen. Ja, die Schleuder schießt jetzt lautlos, oder? Ich werde das Luminosa dran machen. Ne, komm, wir nehmen natürlich die lautlose Schleuder. Das Luminosa kann ich auch so auf Gegner. Außerdem ist Betäuben, ich weiß ja nicht. Betäuben ist eigentlich das, was ich in letzter Zeit überhaupt nicht mehr mache. Ich töte sie lieber. Oh. Da sind schon die Maden dran. Oh, scheiße. Ich dachte, wir sind die Ratten hier unten mal ein bisschen los, aber nein. Oha, was ist denn hier? Da bloß noch mehr Rätsel. Hilf mir beim Schieben! Ja, gewiss. Gewiss? Oh nein! Nein, Lukas! Nein! Oh Mann, ich hätte die Ratten erst töten sollen vielleicht, hä? Na gut, dann halt nochmal. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit. Und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Verbrennt. Ihr süßen Teufelchen. Komm und hilf mir. Nun denn. So, ich brauche ja eh nicht mehr so viel. Von daher kann ich mir jetzt immer schön hier das Luminosa. Wingardium Luminosa machen. Ja, für den Behälter bräuchte ich halt noch Leder. Hier brauche ich auch noch ein bisschen. Wenn du sie mit dem Licht auf Abstand halten würdest, könnten wir loslegen. Ach. Ist das so, ja? Das sollte die Sache erleichtern. Alles klar. Das sieht auch irgendwie seltsam aus hier. Lukas, sieh mal. Sieht aus wie der Biss. Ein römisches Fresko. Sieht aus wie die Justinianische Pest. Laurentius hat mir davon erzählt. Ein wahrhaftiges Massaker. Schlimmer als jetzt? Schwer zu sagen. Das war im 6. Jahrhundert. Lukas, diese Bäder wurden im 6. Jahrhundert von einem römischen Gouverneur erbaut. Dieses Fresko ist nicht zufällig hier. Und wir auch nicht. Oh, hat das etwa mit den Ereignissen jetzt hier zu tun, ja? Das wäre natürlich krass. Vielleicht hat der Klerus ja selber diese Pest verursacht. Zumindest wirkt es so, als würde sich die Kirche dann hier jetzt so als der große Retter aufspielen.
Vor allem diese dumme Inquisition. Haben wir irgendwo eine Fackel hier oder muss ich jetzt jedes Mal was werfen, dass die kleinen Rattchen draufgehen? Ist so köstlich, wie der Typ da liegt, so abgefressen. Ach, da liegt ja auch noch was. Leder. Ja, ich glaube, es ist so gedacht, dass ich das Luminosa hier werfe. Dann gehen die nämlich alle kaputt. Ah. Das ist das Sudatorium. Hier kamen die Römer her und haben geschwitzt. Dank des Dampfes, ja. Es war... Oh, sieh mal! Diese Skulpturen! Was? Alchemistische Tiere. Fäulnis, Reinigung, Vereinigung und Sublimierung. Das Symbol im Becken steht ebenfalls für Fäulnis. Diese Symbole haben mich immer fasziniert. In den anderen beiden Becken sind noch mehr. Drei Symbole, vier Skulpturen. Unter dieser hier brennt ein Feuer. Also können wir die anderen auch entfachen. Wir müssen doch irgendwie an sie rankommen. Ja, wir müssen die ganzen Ratten vernichten. Aber ich hab nicht mehr... Ich hab nur noch ein Luminosa. Das wird nicht klappen. Die Kröte. Hässlich wie eh und je. Der Schwan. Imposant und anmutig. Lukas, noch ein Fresko. Eine schwangere Frau. Aber das ist nicht alles. Sieh mal, neben ihr. Das ist ein Destillierapparat, oder? Ist sie eine Alchemistin? Genau. Die Alchemie wurde oft mit der Schwangerschaft verglichen. Und der Schmelztiegel oder Brennofen mit dem Mutterleib. Oder sie ist einfach nur eine schwangere Alchemistin. Nicht einfach nur. Dieser Tempel gehörte deiner Mutter. Und es ist kein Zufall, dass wir hier eine Frau sehen. Dieser Ort ist wichtig. Wahrscheinlich hast du recht. Okay. Oh, dieses Gezirpe, Gequietsche da, das ist echt anstrengend mit der Zeit. Weil es ist immer ein bisschen Gefahr mit diesem Geräusch. Da, neben dem Symbol. Die Platten haben nachgegeben. Ich denke, du kommst da durch. Ich gehe runter. Du bleibst hier. In Ordnung. Lass mich doch mal die Symbole hier noch, der Löwe. Löwe. Oh, Leon, mein armer Hund. Ich hoffe, wo du jetzt bist, geht's dir gut. Und dein armer Vater. Ich meine, der ist vielleicht ein bisschen wichtiger als der Hund. Die Schlange. Von der bekam ich immer Albträume. Wie war das? Sie sollte nicht hier sein, aber er ist trotzdem hierher gegangen. Ach, ich mag sie. Ist so ein bisschen ungehorsam, aber... Passt ja auch zu ihrem Charakter. Ganz nett. Sie ist halt sehr wagemutig. Na toll. Hey, wie sieht's da unten aus? Ein Nest. Die wuseln um mich herum. Und ich kann nicht sehen. Sieht sehr rattig aus. Und warum ist hier das Licht an? Wer hat das Feuer entzündet? War schon mal jemand hier? Oh Mann. Ja, ich muss halt reingehen. Ich habe keine Wahl. Los, gehen wir. Ich versuche dich zu führen. Und wie willst du das anstellen? Mit dem Licht. Ich warte in der Nähe der Becken. Viel Glück. Na klasse. Nee, das wird nichts mit dem Stock hier. Ach, jetzt muss ich hier durch so ein kleines Labyrinth laufen mit einem Stock, der echt nur ein paar Sekunden hält, gefühlt, ja. Oh Mann. Das wird lustig. Du bist in der Nähe eines Symbols. In Ordnung, ich gehe weiter. Oh, ein Glück. Siehst du irgendwas? Ja, das ist die Reinigung. Ein Symbol müssen wir noch zum Leuchten bringen. Oh, das war schon eins. Sehr gut. Alles klar. Hey, ich will dich nicht mehr. Komm zurück. Alles klar. Ich muss mal Zeug sammeln. Alles gut. Ah. Das Luminosa muss ich halt echt für den Notfall aufheben, wenn die mich fressen wollen. Oh nee. Okay, ich gehe wieder. Aber die Stöcke, die brennen aber auch runter wie nichts. Wer ist Zuckerwatte? Oder was halt vergleichsweise gut brennt. So schnell ich kann. Ha. Das Symbol ist erschienen. Das ist die Sublimierung. Alle Becken sind erleuchtet. Du kannst zurückkommen. Ich hab ich vor. Hier raus. Oh, kommt mal die ganzen Leichen. Danke, Lukas. Rede weiter mit mir. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen. Dass ich hier landen würde.
Laurentius hat mir die Welt mit Büchern vermittelt. Aber die Realität ist noch mal was anderes, oder? Das ist das Schlimmste. Nichts scheint wirklich real zu sein. Na, ja, der Stock, der Stock, der Stock. Ich will aber ganz kurz halt in die Ecke. Nein, da drüben ist nichts. Ach, verflucht. Das sehe ich. Oh nein, der Stock, der Stock. Oh, okay, wir haben's. Fäulnis, Reinigung und Sublimierung. Kröte, Schwan und Schlange. Also, versteckt unser Freund der Löwe etwas? Ah, greifst du ihm ins Maul? Ich mach das nicht. Na gut, vielleicht mach ich's doch. Vielleicht in seinem Maul. Hilf uns, Mutter. Trau dich. Du hast ihr Geheimnis gelüftet, Amicia. Du hast es dir verdient. Dass er mir den Arm abbeißt, ja. Oha. Das schlotzt es auch wieder von der Decke. Und es ist saudunkel. Hier ist es stockfinster. Es scheint riesig zu sein. Spar dir die Munition. Ich kümmere mich darum. Oh, na bitte. Dass du es sagst. Und, was siehst du? Ergänzungsmittel, Stabilisatoren, Reagenzien, Edelmaterialien, dem weitaus überlegen, was wir im Schlafzimmer gesehen haben. Das ist es, Amicia. Gut, gut. Sehr gut. Oh, er macht schon alles an, ja? Amicia, diese Notizen, das ist die Handschrift deiner Mutter. Versuchte eine neue Transmutation, doch das Elixier ist unvollständig. Die Fackel des Trägers verschwindet und lässt meinen Sohn in der Finsternis der Macht. Sie war auf der richtigen Spur, Amicia. Was wir suchen, muss hier irgendwo sein. Aber wo? Und wie sieht es aus? Noch ein Fresko. Ein Kind in den Armen seiner Mutter. Aber diese Zeichen auf seinem Oberkörper, Lukas. Die Prima Macula. Aber dieses Fresko ist mindestens 800 Jahre alt. Und doch ist es zuvor geschehen. Aber wie viele Male? Wer weiß. Sanguinis Itinera. Die Wege des Blutes. Die Macula bahnt sich einen Weg durch die Geschichte. Sie hat die Welt bereits verändert und wird es wieder tun. Hier, auf dieser Schachtel prangt ein Phönix. Das Symbol eines alchemistischen Meisterwerks. Amicia, das muss es sein. Öffne sie. Nun gut. Sekunde. Aber warum? Ich meine, wenn sie das Mittel doch schon hatte. Wenn die Mutter das schon... Das ist doch Humbug. Oh, kannte sich Mutter wirklich mit all dem aus? Sie war eine Meisterin der Alchemie. Wenn es eine Rettung für Hugo gibt, dann hier. Wir müssen sie nur finden. Warum sagen sie die ganze Zeit war und hatte? Sie ist, wenn überhaupt, eine Meisterin. Weil sie ja noch lebt, wie wir wissen. Ist das ein Stammbaum? Ja, anscheinend von meiner Familie. Er war verschwunden. Warte mal, Achtung. Eine Genealogie... ist eine alte Tradition, die schon vor die alten Ägypter aufrechterhielten und bereits in der Bibel Erwähnung fand. Lange war sie nur den Reichen und Mächtigen vorbehalten und wurde ab dem 11. Jahrhundert verstärkt weiterentwickelt, um die adlige Abstammung von Lords zu beweisen oder eine Verwandtschaft von Verheirateten auszuschließen. Allerdings ist es nicht unüblich, dass sich einige Genealogen aufgrund des Reichtums und der Macht ihrer Klienten dazu veranlasst sehen, es mit der Wahrheit nicht allzu genau zu nehmen. Und Mutter wollte es herausfinden. Naja. Inzucht, ein Spiel für die ganze Familie. Ich glaube, das hat auch noch was zu bedeuten. Wir müssen hier wahrscheinlich dann gleich noch irgendwas umlenken. Ja, komm, alles rausheizen. Ist ja egal. Oha. Lukas, sieh mal. Fortgeschrittene Kristallisierung, blaugrüner Rand, klare Substanz. Was? Lukas! Ambra-Geruch, unglaublich. Na, red schon! Was soll das sein? Das Elixier für Hugo. Sie machte Fortschritte, hatte aber keine Zeit, es fertigzustellen. Du meinst... dasselbe Elixier, das du... Ja! Einfach unglaublich, wie weit sie ohne das Buch gekommen ist.
Also können wir es vielleicht nutzen, Lukas. Mit dem Buch und meiner Vorarbeit, ich denke, ich sollte es fertigstellen können. Du bist ja schon mittendrin, Magister. Warum hat sie nichts gesagt? Ich hätte es verstanden. Ich hätte... Au! Nicht ernsthaft. Ich hätte dasselbe getan, Amicia. Sie war eine Alchemistin. Und weißt du, eine Mutter beschützt ihre Kinder, oder? Oh nein, nicht jetzt! Wie kommen wir jetzt hier raus? Denk nicht dran! Vollende das Elixier! Ich halte sie zurück! Oh Mann, lass mich raten, die... Das glaube ich nicht! Warum jetzt? Lukas, wir müssen uns beeilen! Ich lese! Deine Mutter stand am Sonntor. Sie fand die Fackel, wusste jedoch nicht, wie man sie entzündet. Ach, das ergibt keinen Sinn. Das sind Symbole. Sie suchte nach dem fehlenden Element, doch das Buch sagt, du musst das Gefäß leeren, damit der Spiritus es füllen kann. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen nichts dazugeben, sondern das Elixier filtern. Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss hier welches haben. Einweichmittel? Was ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopö, der Alkoven mit dem Vorhang. Schon unterwegs. Na toll. Immer mit der Ruhe. Laurentius, Hilfe zusammen. Ah. Beruhige deinen Herzschlag, denn deine Hände folgen deinem Die Kamera. Herzen. Also immer mit der Ruhe. Lukas, dieser Mechanismus ist derselbe wie im Chateau d'Ambrage. Wenn du mich fragst, ist das kein Zufall. Oh Mann. Es ist... Gut, also hat die Mutter das nicht fertigstellen können, aber... Ich weiß nicht, ist es die Rettung für Hugo? Und was will der Klerus? Warum wollen die das nicht? Warum wollen die unbedingt Hugo haben? Wollen die etwa selbst das Mittel herstellen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich komme nicht hin. Da ist der Vorhang. Da ist es. Ja, jetzt chillt mal ein bisschen. Wir haben, also wenn wir jetzt schon mal hier sind, da haben wir bestimmt auch ein paar Minütchen Zeit. Ich glaube nicht, dass die Inquisition gleich vorbeikommt. Das sind zu viele Gefäße, Lukas. Ich weiß nicht, welches das Richtige ist. Nimm das am meisten stinkt. Alle stinken. Ich weiß nicht, ob meine Nase das unterscheiden kann. Eins hat eben ganz schön gequalmt, oder? Ich glaube, das hier, das zweite von links. Oh Gott. Oh nein. Lukas, ich hab's. Becken, bring es her. Sie kommen zurück, sie gruppieren sich neu. Ihr blöden Viecher. Dieses Geräusch, das gefällt mir überhaupt nicht. Und doch seid ihr so süß. Gattchen. Gut, dann wecken wir mal den Phönix. Und nichts fallen lassen, bitte. Nicht zittern. Wir dürfen nichts vergeuden. Sie kommt zurück. Die Farbe hat sich leicht verändert. Gut, aber nicht gut genug. Du meintest, dass wir etwas filtern müssen. Warum gibst du dann noch mehr dazu? Man muss zugeben, um filtern zu können. Das Feuerbecken, Amicia. Mach mir den Weg zu den Destillierapparaten frei. Na schön. Ambra, war das übrigens nicht Waldsperma oder Waldknochenmark? Ich wechsel das immer. So, weg mit euch. Oh nein. Amicia, Sie werden das Feuerbecken. Ja, ich kann halt nicht umlenken, wenn die Kamera auf irgendwas fokussiert ist. Das ist ein bisschen doof. So. Blöden Mistviecher. Aufhören. Die Boote sollte vielleicht ein bisschen warten. Pass auf! Er zieht euch! Ah, sehr gut, er macht das schon. Eben das! Sie wissen, was vor sich geht, aber sie werden den Lauf der Geschichte nicht verändern! Zurück an die Arbeit! Ist ja, als wären die intelligent, Lukas, die Ratten. Mach bitte keine Dummheiten, ja? Ich weiß, was ich tue. Zumindest denke ich das. Außerdem gibt es kein Zurück mehr. Sei einfach vorsichtig. So, zuerst das hier auf. An. Dann erwärmen wir die Kupferschüssel. Flüssigkeit im Inneren zirkulieren. Na los! Und die Wahrheit wird aus dem Munde fließen. Komm schon, gib mir deinen reinsten Alkohol. Na also, das Sonnentor. Die Fackel des Trägers. Der Junge ist Amicia, klasse. Bring mich zurück. Sofort!
wie krass er halt ist, weißt du, er ist besser als alle großen Alchemisten, weil er einfach mal so die ganzen Zusammenhänge versteht. Weil die müssen jetzt alle verbrennen oder was auch immer die da machen, die Ratten. Aha. Aber es werden halt auch nicht wichtiger. Oh nein! Hetzt den Jungen doch nicht so. Lukas, ich hab nichts mehr. Lukas! Na doch, wir haben noch. Was? Was geschieht hier? Oha. Ich habe es geschafft. Und es scheint, als wüssten sie... Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dann bitte, nach dir. Oh was? Die haben Angst vor dem Mittel jetzt? Das ist ja die absolute Superwaffe. Das alles ändert mit Hugos Heilung? Du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Laurentius wäre stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Danke. Zumindest wissen wir jetzt, wenn das Elixier mit den Ratten zu tun hat, sind sie auch mit dem Träger verbunden. Ja, aber jetzt, Lukas, müssen wir erst einmal Hugo retten. Und dann Mutter. Vergiss nicht deine Mutter. Sie sind da. Sie sind da. Unser Alchemist in Spee hat ein Wunder vollbracht. Wir haben das Elixier. Ich wusste, dass du es in dir hast. Danke. Kommt, gehen wir jetzt zu Hugo. Hugo, du schläfst ja gar nicht. Hey, sieh mal, wir haben es, das Elixier. Lukas, sei Dank. Hier, Hugo. Es könnte etwas bitter sein. Spielt keine Rolle. Runter damit. Sehr gut. Bin ich jetzt geheilt? Also... Auf jeden Fall fühlst du dich bald besser. Amicia, werden wir Mama nie wiedersehen? Oh, Hugo... Du weißt doch, sie... Sie kommt nicht wieder. Nein. Und sie muss nicht leiden, wo sie ist? Nein, nein. Natürlich nicht. Legen wir uns schlafen. Und morgen, wenn du aufwachst, wirst du dich viel besser fühlen. Ganz sicher. Oh, ich hoff's zumindest. Das ist noch nicht vorbei. Und ich wette, der Kleine rennt dann alleine los, um seine Mama zu sehen. Der hat das mitgehört, dass sie noch lebt. Ah. Kapitel 13, Buße. Amicia! Amicia! Roderick war mit der Schleuder tatsächlich besser als Arthur. Das ist nicht wahr. Er hat die Linie übertreten. Du bist einfach schlecht. Ach, streitet ihr schon wieder? Ach, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Du willst mir was Hugo? Von Regeln erzählen? Sag ich ihm auch immer. Hugo gesehen? Hugo! Hey, wo Hugo? Steckst du, Kleiner? Hugo! Hugo! Oh nein. Er ist weg. Das war leider abzusehen. Hugo! Antworte! Hugo!
Oh, Amicia, was... Oh, mein Kopf. Oh, sachte. Ganz langsam. Nicht anhalten. Weiter. Hugo! Wie weit kann er denn gekommen sein als fünfjähriges Kind? Kann er nur hin sein? Denk nach, Amicia. Denk nach. Ist das ein Dorf? Hier? Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Oh, der Boden ist voller Blut, oder? Es ist einfach nur der Lehm. Hey, wartet! Hat jemand ein Kind vorbeikommen sehen? Bitte! Oh, Amicia. Fühlst du dich besser? Wie geht es dem Kleinen? Clairvy? Seid ihr das? Habt ihr Hugo gesehen? Hast du ihn wieder angeschrien? Nein, überhaupt nicht. Die Zeiten sind hart, da muss man sich nicht auch noch streiten. Aber wir haben uns nicht mehr gestritten. Amicia, ein Kind läuft nicht ohne Grund davon. Öffnet die Tür, ich werde ihn finden. Na schön, aber sei vorsichtig. Das ist doch nur eine Einbildung gerade. Ein bösartiger Wind kündigt sich an, Amicia. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das real ist. Die ganzen Schweine, das ist die Mühle. Was geht hier vor? Amicia, ich habe auf dich gewartet. Komm mit mir. Laurentius, seid ihr das wirklich? Wo ist Hugo? Er ist fort. Ich wusste, dass das geschehen würde. Ich habe mich doch um ihn gekümmert. Warum hat er dich dann verlassen? Ich weiß es nicht. Ich habe alles getan, um ihn zu beschützen. Sogar schreckliche Dinge. Blut vergießt sich so leicht, aber zu lieben, zu beschützen. Ich werde ihn finden. Dann geh und bete, dass noch genug Zeit ist. Mama, da draußen ist ein Geräusch. Hugo, das ist er. Mutter? Amicia, komm her. Ja, Mutter. Dein Bruder ist hier. Wie geht es ihm? Er ist zurückgekommen, weil es ihm nicht gut geht. Aber ich habe alles getan. Du hast ihm die Wahrheit verschwiegen. Aber... Seine Gefühle, Amicia. Ich hatte dich gewarnt. Lass mich zu ihm. Er will dich nicht sehen. Mit wem redest du, Mama? Ich muss zu ihm. Er braucht dich nicht mehr. Das ist gelogen. Dann geh, sieh selbst. Oh nein. Amicia, das ist nicht echt. Oh, hat er jetzt ein Rattengesicht oder sowas? Oh, ich will es nicht sehen. Hugo, geht es dir gut? Nein. Was ist? Warum bist du weggelaufen? Warum hast du mir nicht gesagt, dass Mama lebt? Das war zu deinem Besten, Hugo. Das stimmt nicht. Du wolltest nicht, dass ich es weiß. Sag sowas nicht. Du bist eifersüchtig, eifersüchtig. Lass mich los. Hugo, nein! Oha. Lass mich in Ruhe. Hugo... Wo bist du? Oh nein, natürlich ist das nur Einbildung. Aber Leute, wir machen hier mal Schluss. Ja, ich will auch wissen, wie es weitergeht. Nächstes Mal sehen wir es. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst mir auf jeden Fall eine Bewertung da. Und ein Danke wird mich freuen, wenn ihr sonst keine Anmerkungen habt. Wir sehen uns wieder zur Black Tail. Macht's gut. Tschüss.